Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Dalloh an. Dieser hat über Entscheidung Erfolg geschrieben, welches er mit 4,4 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Entscheidung Erfolg von Dirk Kräuter. Erfahrungen. Dirk Kräuter ist Deutschlands Verkaufstrainer Nummer 1. Sein Buch kann man aktuell gratis erhalten im Rahmen einer Promotion. Auf der Landingpage stellt er seine Lektüre mit den Worten, wie du in 7 Schritten aus Niederlagen und Misserfolgen die Kraft gewinnst, um mehr zu verkaufen, als du je zuvor getan hast. Ich habe Dirk Kräuters Gratisbuch gelesen und will meine Entscheidung-Erfolg-Erfahrungen hier kurz beschreiben. Über den Autoren Dirk Kräuter. Dirk Kräuter geht 3 großen Bereichen nach, und zwar als Autor, Redner und Verkaufstrainer. Als Autor hat er schon über 50 Fachbücher, Hörbücher und DVDs herausgegeben, die teilweise auch international verfügbar sind. Darunter sind einige Bestseller wie zum Beispiel Umsatzextrem oder Geistige Brandstiftung. Als Redner kann er mittlerweile Hallen füllen mit über Tausenden von Teilnehmern. Auf der Bühne wird er zum eloquenten, charismatischen Verkaufstrainer, der eindrucksvoll die verschiedensten Techniken, Methoden und Denkweisen veranschaulicht. Als Verkaufstrainer ist er auch mit vielen internationalen Unternehmen unterwegs, wie zum Beispiel für Miele, ThyssenKrupp, Siemens, Lufthansa und viele mehr. Sein Wissen stammt aus jahrelanger Erfahrung und Praxis. Nachdem er seine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen hat, hat er begonnen, Verkaufstraining zu geben. 2003 kam der Durchbruch mit dem Sales Master Programm, wo man als Zuschauer aus dem Erfahrungsschatz von 5 Top-Trainern lernen durfte, darunter eben auch Dirk Kräuter. Entscheidung, Erfolg, Inhalt. Die Kapitelübersicht. Bei dem Buch handelt es sich nicht um einen Wälzer. Mit etwas mehr als 100 Seiten ist es ein eher schmales Exemplar. Unterteilt wurde das Buch in 7 kurze Kapitel, die direkt auf den Punkt kommen. Der Autor sagt selbst über Entscheidung Erfolg, dass es nicht unnötig mit Inhalt gefüllt wurde, nur damit das Buch noch ein paar Seiten mehr bekommt. Er hält sich ausschließlich an Geschichten, die ihm passiert sind und die ihm etwas gelehrt haben. Diese gibt er weiter in der Hoffnung, dass der Leser auch seine Lehre daraus ziehen kann. Dirk Kräuter verzichtet also auf das Gelaber und den heißen Brei herum. Die Kapitel. Kapitel 1. Schnelle Entscheidungen treffen. Kennst du den Spruch, erfolgreiche Menschen treffen schnelle Entscheidungen? Dahinter steckt etwas. Der erste Schritt ist meistens nur mal eine Entscheidung. Wer da lange zögert, der kommt auch nicht wirklich ins Handeln. Der erste Schritt ist also zu erlernen, wie man schnell richtige Entscheidungen treffen kann, damit man auch schnell in den aktiven Teil, den Teil des Handelns, übergehen kann. Kapitel 2. Mentale Blockaden und Narben lösen. Viele Menschen leben in der Vergangenheit und machen diese verantwortlich für das, was jetzt gerade passiert. Negative Erlebnisse bauen sich häufig zu großen Mauern auf, die man nicht überwinden kann. Dieses Kapitel dient dazu, einem bewusst zu machen, dass die Vergangenheit nicht dafür verantwortlich ist, wie man morgen handelt. Natürlich ist das hier keine komplette psychologische Abhandlung oder Therapie, aber es gibt einige Denkanstöße, die durchaus eine positive Veränderung hervorbringen können. Kapitel 3. Zeit und Geld voneinander trennen. In diesem Kapitel erklärte Kräuter, wie wichtig automatisierte Prozesse sind. Die meisten tauschen ihre eigene Zeit gegen Geld in Form eines Stundenlohns. Automatisierungen können dabei helfen, dass man sich allmählich davon lösen kann und man somit eine klare Trennung zwischen Zeit und Geld erstellt. Kapitel 4. Kundeneinwände lösen. Jeder kennt die klassischen Einwände, die im Verkaufsgespräch zwischen Kunden und Verkäufer kommen. Mit vielen Einwänden kann man schon vorab rechnen und sich darauf vorbereiten. Hier zeigt der Autor, welche Taktiken es prinzipiell gibt, ohne produktspezifisch sein zu müssen. Anerkennung und persönliches Wachstum spielen eine enorm wichtige Rolle. Kapitel 5. Mehr Erfolg durch Planung. Konkrete Pläne bringen ein schneller ans Ziel. Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresplanung verhelfen einem dazu, das große Ganze niemals aus den Augen zu verlieren. Außerdem kann man so seine Energie effektiver einsetzen, Disziplin erlernen und mehr Kraft aus Ausdauer an den Tag legen. Irrt man ziellos durch die Gegend, ohne einen konkreten Plan zu haben, wird häufig zu viel Energie verschwendet. Kapitel 6. Doppelt so viel verkaufen in der Hälfte der Zeit. Im vorletzten Kapitel geht es um konkrete Tipps und Tricks, die die Umsätze erhöhen und Verkaufsabschlüsse verdoppeln. Besonders hier wird auf das Thema der Zielsetzung eingegangen und wie man sich realistische Ziele setzt, die motivierend, aber gleichzeitig auch herausfordernd sind. Kapitel 7. Das Bild zusammenfügen. Zum Schluss muss man nur noch das Bild zusammenfügen. Alles das, was man gelernt hat, muss nur noch angewendet werden. Man muss verstehen, was geschrieben wurde und es direkt in der Praxis ausprobieren, sonst bleibt es ein Leben lang nur Theorie. Entscheidung Erfolg. Ist das Buch hilfreich? Das Buch gibt es derzeitig kostenlos, wobei man nicht unbedingt gratis sagen könnte. Man muss für die Versand- und Logistikkosten aufkommen, in Höhe von 5,95 €. Die Lektüre kann man auf der Homepage anfordern. Versprochen wird der Versand innerhalb von 3 bis 4 Werktagen. Ich hatte es am Montag bestellt und am Freitag erhalten.
Im Paket war neben Entscheidung Erfolg noch eines dieser Gummiarmbänder. Nach 3 Tagen war ich durch und um einige Notizen reicher. Wenn man irgendetwas liest, woraus man lernen will, dann sollte man immer einen Stift und Zettel dabei haben. Sich das in eigenen Worten nochmal kurz aufzuschreiben, hilft ungemein dabei, es zu verstehen und zu verinnerlichen. Zu den wichtigsten Stellen habe ich mir noch kleine Heftnotizen angeklebt. Das Buch lässt sich sehr flüssig lesen, ohne große Abschweifungen oder Fachterminologie. Im Prinzip ist es genauso, wie der Autor vorgibt. Es ist so geschrieben, wie er auch normal reden würde und kommt schnell auf den Punkt. Ich persönlich bevorzuge diesen Schreibstil, da alles andere häufig nur Zeit verschwendet und wie Lückenfüller wirkt. Dieses Gefühl kommt bei Entscheidung Erfolg nicht auf. Ich konnte aus der Lektüre viele wertvolle Tipps mitnehmen, die ich nun in nächster Zeit anwenden werde. Verkaufen ist ein Thema, an dem man nicht vorbeikommt, selbst wenn man keine Verkäufertätigkeiten innehat. Daher kann ich das Buch eigentlich jedem empfehlen, da ich mir sehr sicher bin, dass man immer daraus etwas mitnehmen kann. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.